Berlin-Hermannplatz in der U-Bahn-Linie U8 Reihe. Ich weiß, die waren schon mal hier mit der U7, aber wir gehen diese U-Bahn-Station trotzdem durch. Weil hier ist nun mal das Leben, hier ist es spannend. Hierher kommen die Touristen, hierher kommen die Einheimischen. Ja, hier leben die Einheimischen auch, klar. Aber hierher kommen die neu dazugezogen alle, die sich hier wohlfühlen. Alle kommen hierher. Egal ob Spritzen, Drogen, Kriminalität. Trotzdem kommen die Leute her und wollen, ja, laut Nazi-Begriff Kanake hier leben. Mit den Kanaken. Ja? Ich bin hier aufgewachsen. Bin optisch natürlich auch nicht zu übersehen als Kanake. Zu bezeichnen. Und ja, mein Name ist Six, All in the Mix. Herzlich willkommen zu neuen Video. Und ich würde sagen, bevor das Video beginnt, Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und das ist natürlich Spaß. Ihr müsst meinen Humor so ein bisschen checken. Ich mache doch nur Spaß. Ihr sagt ja auch immer zu Allmanns Bio-Deutschen. Ja, das ist alles nur Spaß. Ja, abgesehen davon haben wir auch Asiaten. So, was fällt uns auf? Ein paar Spritzen hier am Hermannplatz. Okay. Ein paar Spritzen am Hermannplatz. Seht ihr das? Das ist die erste direkt, die wir finden. Die erste. Die erste Spritze am Hermannplatz. Eine Pissecke natürlich. Eine sehr begehrte. Ja, ich kann euch das kaum genug zeigen oder mich satt zeigen hier. Hermannplatz ist einer der beliebtesten Stationen und einer der migrantenbesiedeltsten. Also hier leben hier wirklich, ich würde sagen, schon so 90% Ausländer. Obwohl laut der Statistik vielleicht nur 60-50 ist. Nee, 70-50. Sagen wir mal 80-50, weil 90 zu viel wäre. Und ja, Gleisbett ist relativ okay. Wird natürlich sauber gemacht immer wieder. Ich glaube, vorhin wurde auch sauber gemacht. Und die Bänke werden auch noch so übermalt. Das war's. Ich glaube, ein paar Kollegen haben mich gerade erkannt. Und ja, das ist so der was ist der Plan, Jungs? Wie ist der Plan? Vorsicht, nicht, dass ihr gesehen werdet. Oder ist okay, wenn ihr gesehen werdet? Ist okay. Wie geht's euch, Jungs? Ja, alles okay? Das sind sogar Bilder von dir. Er hat einmal ein Bild mit dir gemacht. Ja, kann sein, ja, wirklich. Ich hab's sogar mit so einem komischen Filter gemacht. Okay, ja, ich bin jeden Tag unter. Achso, mit so einem Hund, wa? Nein, also, was ich nicht sieht. Oder so ein Herz. Nein. Ist ja egal. Jungs, ihr wohnt ja hier, wa? Ja. Wie ist das hier zu wohnen? Vor allem bei diesen U-Bahnhöfen, die U8. Wie ist das? Ihr seht manchmal auch das, was ich sehe im Gleisbett, ja? Das ist ja gar nicht zu übersehen. Angewohnheit. Wie ist das, wenn man hier aufwächst? Ich bin selber in der Elbenstraße aufgewachsen, aber trotzdem direkt. Wie ist das, wenn man so sieht? Ist es eklig oder? War erstmal schlimm, aber ist eigentlich jetzt Angewohnheit. Mittlerweile, also ist es so normal, was, ja? Ja, eigentlich schon. Okay, heftig. Wie lange wohnt ihr in Köln? Seit meinem Leben. Seitdem du geboren wurdest, ja, bist du aufgewachsen. Okay. Heftig, ja. Man sieht sehr viel Elend hier. Ich möchte nicht nur behinderte Sachen auf TikTok machen, sondern ich will auch schöne, also echte Sachen zeigen auf YouTube. Ja. Ich glaube, ihr seht auch meinen YouTube-Kanal, oder? Habt ihr auch gesehen? Nein? Ich habe auch einen YouTube-Kanal unter J6, normal. Ich zeige U-Bahnhöfe, ich zeige, ja. Ich reise, ich zeige Orte, ich zeige eklige Orte ab und zu. Genau. So, die junge Generation, die mich von TikTok kennt, die meine anderen Videos, die ernsten Videos noch nicht kennt. U-Bahnhöfe, dann alles rum und dran, was ich meine. Essen, Orte, verreisen, alles so, auch normale Sachen. Ich bin nicht nur 24/7 behindert. Ja? Finde ich gut, dass du sowas machst. Aber manchmal hole ich meine Jugendlichkeit raus. So wie ihr. Im Prinzip bin ich im Inneren nicht älter wie ihr. Ich bin genauso. Ja? Ich liebe es. Wo bist du aufgewachsen? Ich bin in der Elsenstraße aufgewachsen. Neukölln-Harzer Straße. Ja. Zwischen Ost-Berlin und West-Berlin. Habt ihr Kleingeld, Jungs? Sonst kommt das Asozial, wenn ich. Guck mal, hier ist der Giotto. Wow, danke schön. Ja? Ich hab selber gezahlt mit Kreditkarte. Ja, okay. Hier. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Mach's gut, ja. Freue Weihnachten. Dir auch, mach's gut. Boah, die arme Frau, Bruder. Ja. Stellt euch mal vor, guck mal, wir haben jetzt alles. Stell dir mal vor, du wärst jetzt so wie sie. Wir müssen jeden Tag schätzen, was wir haben. Ja. Wirklich. Jeden Tag. Ich könnte mir nicht vorstellen, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt so in ihrer Position wäre. Das ist hart, Bruder. Manchmal denke ich auch so nach, machst du nicht die Schule verkackt und auch zu Ende? Das wäre auch schlimm. Wenn du die Schule verkackst, hast du immer noch Arme und Beine. Verstehst du? Aber niemals Drogen. Das Schlimmste ist, dass du niemals Drogen anfassen sollst. Niemals in meinem Leben. Vergiss die ganzen Rapper und höre sie auch nicht. Nein. Fass das Ganze nicht an. Weil es gibt eine Spirale, kann ich dir erklären ganz kurz. Wenn du nur einmal Alkohol probierst, wirst du rauchen. Ja. Wenn du einmal rauchst, wirst du das andere.
Irgendwann geht es immer höher, immer höher. Weil ich kenne das leider selber. Wenn er dir die Hand ausstreckt, derjenige, egal welcher Freund du bist, nimm ihn nicht an. Und diese Hand ist in dem Moment nicht leer. Ich kann mich schnell einstellen. Ja, natürlich, natürlich. Mach's gut, Jungs, ja? Ah, machen wir mal was. Jungs, lass die Finger weg von Alkohol und Drogen. Ich finde dein Gespräch echt gut. Dankeschön, Dankeschön. Mach keinen Scheiß. Viel Spaß in deiner Serie. Euch auch, ciao. Ja, mach mit dem Fahrrad, mach das schon. Okay. Ja, ich muss mal ganz kurz, auch wenn ich jetzt hier helfen sollte, ich muss euch ganz kurz nochmal eine Sache sagen. Man muss an den Jugendlichen appellieren und eine Wirkung auf sie zeigen. Man muss ihnen eine Wirkung geben, man muss denen sagen, was richtig oder falsch ist. Man darf nicht die Jugend disorientieren und deformieren. Ja? Ich sage nicht, dass das alle machen, aber die Jugendlichen können nicht so enden. Ja? Die dürfen auf keinen Fall so enden, auf gar keinen Fall. Ja? Deswegen bin ich ja hier, deswegen mache ich das. Ich wollte gerade der Frau helfen, da hat der Typ sich bereit erklärt. Ja, so läuft das hier. Gehen wir mal ganz kurz zum anderen Ende. Die Jungs haben es aber gefeiert. Nochmal, ich muss eine Nachricht der Jugendwelt, der jugendlichen Welt, der Jugend hinterlassen. Macht nichts, was euch in diese Situation bringt. Die Frau hatte auch damals Beine wahrscheinlich, 100%. Und durch die Drogen hat sie alles verloren. Ihr wurde ein Bein abamputiert. Und das bedeutet nur, wenn sie halt Drogen nehmen, dass das irgendwann so abgestorben ist, das Bein, dass sie es abnehmen müssen. Hier nur mal ein paar Ecken. Ja. Also, ganz, ganz wichtig. Kommt weg von den Leuten, die sowas machen. Seid nicht befreundet mit Leuten, die Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen, Tabak, Gras, alles sowas. Lasst das sein. Das wird euch richtig am Arsch machen. Richtig vorne. Und ich spreche aus Erfahrung. Wie gesagt, wenn euch jemand die Hand gibt in dem Moment, in dem er euch was anbietet, das ist so wie die Teufelshand, die euch den Deal bietet. Schlag dich ein. Wenn du die Hand nimmst, zieht er dich rein. Das war's. Du bist geliefert. Ja? Und so ist es ja auch. Ein bisschen Gleisbett an den Enden. Hier wiederum ist nichts. Gehen wir mal ganz kurz ans richtige Ende. Ich muss es den Kindern so beibringen. Ich muss. Das ist meine Aufgabe. Ich habe selber Kind. Ja? Weil das ist unsere Aufgabe, die nächste Generation. Die nächste Generation aufzuklären. Wenn wir das nicht machen, Alter, und in den ganzen Rap-Texten die Kinder zerstören, das ist übrigens auch der Grund, warum ich keinen deutschen Rap höre, weil das nur Müll ist. Ja, die ganzen amerikanischen Raps 90er Jahre, das ist für mich Klassik. Klassik höre ich sehr gerne, aber so die ganzen deutschen Raps, wo die ganzen Kinder in den Dreck gezogen werden, mit dem Müll vergiftet werden, das höre ich nicht. Das ist nur, macht eine Bühne-Matsch, ist nicht meins. So. Und ich bin dennoch nicht religiös oder keine Ahnung, ja. Ja, heftige Gegend. Hier ist schon etwas sauberer, weil hier auch nochmal sehr viele Touristen sind. Hier müssen die den Ort, ich glaube sogar, dass Hermannplatz hier auch neu gemacht worden ist. Schaut euch mal bitte das Schild an. Das ist nagelneu. Auch die Wände wurden geputzt. Ja, mit so einem Druck, mit Wasserhahn und. Kennt ihr so eine komischen Wasserhähne, so mit so einem Druckverschluss, dann pssst, gegen die Wand. Und, ach, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, ich bin schon müde, Alter. Ja. Man sieht sogar sehr klar daran, dass die Station älter ist, die einfach neu gemacht worden ist, an den Notsignalschalter. Guck mal, wie uralt der aussieht. Ja. Und so sieht das hier aus. Wir sind ja mit der U7 gekommen. Ihr seht, was hier abgeht, ne? Kiosk auch in der Ecke. Gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Seht, was abgeht. Rush Hour. Leute, die Flaschen sammeln. Ein paar Takes an den Ecken. Ich dachte, ein Typ, der gerade ballert, aber ist nicht. Gehen wir mal ganz kurz an das Gleisbett hier entlang. Auf der anderen Seite. Also eine Spritze haben wir schon am Hermannplatz gesehen. War das am Hermannplatz? Ja. Eine Spritze haben wir schon gesehen gehabt.
gleich am Anfang. Ja, die Orte sind vergiftet vorne, die sind verschmutzt. Und guck mal hier, so ein Durchgang. Auch interessant. Aus dem Nix. Ja gut, gleich am Anfang mal eine Spritze gesehen. An den Ecken hier sehen wir nichts. Nichts Besonderes an sich. Ja. Bei dem. Komm aus dem Nix. Asiat aus dem Nix. Was macht er da? Asiate kam da raus. Ja. Heftig, Alter. Komm, wir gehen auch hier kurz mal hoch. Kurz mal Gleisbett. Man sieht so ein bisschen Dreck, ist klar belebt. Ja, überall Papierschnipsel, Kartons, Trinkbäckchen, noch ein paar andere Ecken. Ja, alles drumherum, so Plastik, Papier. Ja. Lieber Müll anstatt irgendwo spritzen. Hey, J6. Du hast klar, was geht ab, alles klar? Wie läuft's? Bei dir? Bei dir? Was geht? Wie geht's? Super, super. Chillen, lieber. Gucken. Ja? U8, Bruder. Das ist die, immer Filme hier. Ja, hier. Hier Filme, Bruder. Ey, Bruder, das ist so. Ich höre das selbst, Digga. Ich schwör's dir, Digga. Ey, Freund, ich hab Kapi getroffen. Oh, auf dem Link, Bruder. Heftiger Team. Was machst du hier, Digga? Mach jetzt den U-Bahnhof, dann mach ich auch ab, Bruder. Heftig, Bruder. Grüße dich auf jeden Fall. Danke dir. Schönen Abend hier und Papa. Auf jeden Fall, Digga. Die Ecke sind krank. Ja, ich hab. Aber schön lange unsere Kombi. Das ist die schlimmste. Ich guck auch auf die Ecke. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Mach's gut, ja? Ciao, ciao. Krass, Mann. Was für ein Legend. Der Bruder sah aus wie Kapital Bra. Heftiger Team. Das ist krass, Mann, der Typ. Auch hier die Automaten, die Illusion, die überstrichen wird. Guck mal hier, die streichen einfach nur rüber. Seht ihr das? So sieht das normalerweise aus. Und hier streichen die rüber. Hier auch nochmal drüber gestrichen, lackiert. Hier gehen die komplett mit dem Lack rüber. Mit Schleifpapier so ein bisschen Raum machen und dann mit Lack drüber. Als wäre nichts passiert. Als wären das neue Automaten. Aber das sind keine neuen Automaten. Das sind alles alte Automaten, die umlackiert werden. Einfach nur umlackiert werden, damit die Touristen denken, ah, okay, das ist neue Automaten. So sparen sie immer hier am Plastik, sparen Geld um 80 und geben hier an die Oberhöfe nichts aus. Die ganzen Tags an den Ecken. Jetzt sag ich mal ganz kurz den Oberhof da oben. Oberhof Hermannplatz. 8:07 Übergangsbahnhof über. Shit, es fängt an zu regnen. Heute soll es nicht regnen, es fängt an zu regnen. Das ist das Elend hier. Aber auch eine schöne Ecke an sich, zum Essen gehen zum Beispiel. McDonald's ist natürlich jetzt kein Fraß. Aber das meine ich hier, vom Elend her meine ich sowas hier. Schaut euch das an. Heftig. Das ist es. Genau das ist es. Wir gehen wieder runter und ja, weil es ja nur um den Bahnhof geht. Ja, in den Ecken ist es auch nicht so berauschend, wie ihr seht. Dieser Bahnhof braucht auf jeden Fall mal eine richtige Grundreinigung. Aber von welchem Geld? Das Geld ist knapp in Berlin. Full House. Und Touristen mit Koffern aus dem Nichts. Touris. Aus dem Nichts mit Koffern Touri-Wald. Wir gehen runter zur 7. Die Rolltreppe läuft nicht mal. Das ist der Vibe. Wir waren hier mit der U7. Aber scheiß drauf. Wow, was ist das für ein Pulver, wenn mich interessiert? Was ist das? Was ist das, Freunde? Einmal in die Kommentare. Was geht da, Alter? Burger? Kuchen, was nicht aufgegessen wurde? Burger? Ja, vielleicht kennt sich hier jemand aus. Einmal in die Kommentare. Was war das Weiße? Strecken die irgendwas oder müssen die irgendwas manchen, stampfen, zusammen basteln, bevor sie was nehmen? Ich weiß es nicht. Auch hier am Platz. Heftig.
Hier gibt es einiges zu sehen. Guck mal, jetzt kommen gerade sehr viele Leute runter. Das ist die Heimatplatte. Bro. Also hier war es schon immer so. Ich meine, irgendwann ist doch okay. Irgendwann muss man doch irgendwie was gelernt haben. Ja. Also Schweden ist was anderes. Wow. Schaut euch mal kurz an, was hier so läuft. Heftig. Gehen wir ganz kurz ans Ende. Gucken, ob da ein paar Spritzen sind. Ziemlich voll der Bahnhof immer, täglich. Sehr viel los. Es ist ein sehr alter Bahnhof. Wie gesagt, die pumpen hier niemals Geld rein. Die machen nur äußerlich kurz mal ein bisschen sauber, streichen rüber und das war's. Also hier sehe ich keine Spritze. Bis jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man da hinten weiter reingeht, dass die Leute da ihr Unwesen treiben, auf jeden Fall. Ja. Boah, hier nochmal ein paar Ecken, Alter. Das ballert hier richtig ordentlich. Wollen wir da nochmal hochgehen, Alter? Wenn wir uns das angucken, gehen wir ganz kurz auf die andere Seite. Auf die andere Seite vom Gleisberg. Wow, hier ist ein Paradies, Digga. Hier ist ein Paradies, Digga. Guckt euch mal bitte an, was hier so abgeht. Digga, hier ist richtig next level. Nochmal ein paar Ratten habe ich gesehen, kurz ein paar Mäuse. Irgendwelche Jacke auf dem Boden, die nicht dahin gehört. Das ist hier alles leicht entzündbar. Durch die Gleisen hier. Hier an der Seite ist es ein Stromkasten, was der U-Bahn entlang läuft, überall. Wenn sich das entzündet, gibt es ja auch einen Brand in der U-Bahn. Aber die Leute denken ja nicht daran so. Ja. Ich geh mal ganz kurz rüber. Auch wenn jetzt hier eine Absperrung ist. Boah, das ist gruselig, Digga. Boah, ist das gruselig. Boah, Digga. Boah, Digga. Boah, Digga. Boah, Digga. Boah. Oh ja, da sind ein paar Spritzen. Ist aber zu dunkel, jetzt dahin zu zeigen. Da sind einige Spritzen. Boah, Digga. Schaut mal bitte, wie das aussieht da drin. Wie so ein Wohnzimmer. Wie so ein riesengroßes Junkie-Wohnzimmer. Boah, Digga. Boah. Boah, wir müssen da raus, Alter. Ja, Mann, auf jeden Fall. Eine ganz andere Welt hier. Eine ganz, ganz andere Welt hier. Ja, das ist schon heftig, Alter. Eine ganz andere Welt. Wir gehen kurz zum anderen Ende. Der Typ, Digga. Seht euch das an, das Elend. Der Typ, Alter. Im Rollstuhl. Der ist ja geistig. Der Weg ist halt immer Freude. Schaut euch das an. Die Ecken hier noch. Da nochmal eine Kugel. Wow, Digga. Wow, Digga. Seht ihr das? Eine volle, ganze Kugel, die einfach zurückgeladen worden ist. Das ist eine volle Kugel mit Stoff drin. Digga. Was man hier nicht entdeckt, was man alles so entdeckt. Ja, Hermannplatz kennt man. Das kennt man auch schon von der U7. Die Stelle hier. Boah, der Maus, der hat mich erschreckt, Alter. Komm einfach eine Maus raus. Boah, die Ecken hier sind auch so abgefuckt weiterhin. Da ändert sich hier gar nichts dran, Alter. Das ist so, wie es ist. Jeden Tag so. Freunde, wir gehen wieder hoch zu U8. Wir gehen hoch zu U8, weil... Oh.
gehen wieder hoch. Hier bei den ganzen Leuten. Schaut euch mal bitte an, wie viel Rush Hour hier am Start ist. Lasst auf euch wirken, dann zeige ich euch hochgehen. Aber wenn da Chai. Jetzt müsst ihr euch was zu trinken holen, um das Ganze runterzuspülen. Hier Decke wollen wir noch nicht. Ja, Bruder, das sind Ecken hier, Alter. Boah, sorry guys, aber hier drin ist auf jeden Fall ganz böse. Hier uns mal was rein, so ein Kiosk. Auf jeden Fall sehr cool. Wenn wir dann schon hier sind. Frage. Das war gerade zu viel, Bruder. Ich muss jetzt runterspielen, weißt du, mit dem Trinken. Die U-Bahn-Hilfe waren heftig, Bruder. Zucker wäre auch nicht schlecht, mein Freund, aber vielleicht ein Riegel, warum nicht? Ja, gerade hier am Hermannplatzbahnhof in einem Kiosk, ein einziger. Und ich nehme noch einmal Kinder-Country. Und 62. 62, alles klar. Dankeschön. Sie sind der einzige Kiosk hier im U-Bahnhof, ne? Es gibt keine anderen mehr, nur Sie. Ah ja, okay, alles klar, sehr gut. Tschüss. Ja, jetzt habe ich auch das Verständnis gerade. Jetzt erklärt sich auch, warum der Asiate da hinten rauskam, weil die hier arbeiten. Weil die hier einen Laden haben. Ich dachte erst, Alter, ballern jetzt Vietnamesen oder was? Aber nein, die arbeiten hier. Ich dachte, die ballern da Hero, Alter. Das dreckig, wie fest das an. Moment, bevor ich das Video beende, nehme ich noch einen kräftigen Schluck. Ihr seid live dabei. Aber dennoch sehr freundlich. Die hätten auch sagen können, nee, film uns nicht. Aber sie haben nichts gesagt. Ich brauche erstmal so ein bisschen Zucker für meine Nerven, weil meine Nerven müssen stark sein. Ihr braucht wirklich Nerven, wenn ihr so eine U-Bahnhof-Tour macht in Berlin. Nach und nach geht das auf die Substanz. Das ist nun mal crazy. Der Typ, den sehe ich jedes Mal. Damit wechselt das Geld und holt sich wieder Drogen. Hardcore, bitter. Wir haben hier alle möglichen Leute. Der Typ, der Cowboy. Außer nichts. Was soll ich sagen? Ja, Freunde, ich werde gerade angestarrt, weil ich filme. Genau.
war's mit dem Video. Danke fürs Zugucken. Ich bin draußen. Mein Name ist Six All in the Mix. Hermannplatz. Wie gesagt, U7, die waren nicht schon. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und das ist der Kiosk hier, wo ich mir gerade was zu trinken geholt habe. Und einen kleinen Snack. Bis zum nächsten Video. Und vergiss nicht zu abonnieren. Das war's, mehr kann ich euch nicht zeigen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den nächsten Tagen. Vielleicht gehe ich sogar jetzt. Aber dann muss ich das die nächsten Tage nicht mehr machen. An sich, wenn ihr diese Videos hier seht, ist sowieso schon alles fertig und vorgedreht. Ja? Ich spreche jetzt nur in der jetzigen Zeit. Für mich. Und ja, danke fürs Zugucken. Ich bin raus. Seht's voll in den Mix. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Ruhig kommentieren, was ihr darüber denkt. Ja? Wie ihr euch fühlt, wenn ihr das seht. Guck mal bitte die Decke an. Next level. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Peace. Berlin Hermannplatz.